Vier Teilnehmer treten in vier Challenges gegeneinander an. Für jede gewonnene Challenge erhält der Sieger einen Punkt. Die Person, die am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt diese 1000 Euro. Okay, Shumi fängt an. 3, 2, 1, go! Was? 5 Sekunden. Bye, have a great time. Ja, der ist absolut daneben geflogen. Und stopp. Der zählt doch. Ja! Okay, let's go. 3, 2, 1, los! Der erste. Ach, oh, der war kacke. Der zählt nicht. Der ist raus. Der ist raus. 2, 3. Oh, die kommen gut. Oh, der kommt sehr gut. Oh, stimmt. Stopp. Was? Ja! Der zählt noch. Der zählt doch. 16 Punkte. Das kombiniert Sherlock. Freunde, ich grüße übrigens ab jetzt wieder in jedem Video 3 Personen von euch. Wenn ihr auch gegrüßt werden wollt, dann schreibt jetzt einen Kommentar und lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Grüße gehen raus an Janro Edits, Melonenkopf und Eleanor Hofleitner. So. Der zählt nicht, zählt nicht. Zählt auch nicht. Stopp. Ja, okay, die zählen noch. Maschallah. 3, 2, 1, go. Ja, der ist. Ja, der stuft sogar. Was? Nee, nee, nee. Ah, doch. Videobeweis. Nee, der zählt nicht. Ah. Ist der Kacke, der ist so nervös. Und stopp. Ja, ist auch schon längst vorbei gewesen wieder. Okay, Freunde, Runde 1 geht an mich. Damit gehe ich in Führung mit 1:0. Lasst uns rübergehen zu Challenge Nummer 2. Show me your skill. Challenge Nummer 2 nennt sich Minigolf Boccia. Die Person, die als nächstes ans Ziel rankommt, gewinnt. Oh, aber okay. Ew, Digga, der ist ja viel zu feste. Okay, der nächste. Ich bin dran. Ja, ich bin dran. Au! So, Ruhe jetzt bitte. Auch viel zu weit. Ja, okay, aber ich sag mal so, besser als Shumi seiner, ne? Oh, der ist gut. Ne! Ja! Was? Boah. Oh mein. Der kriegt das nicht hin. Der hat kein Gefühl in den Fingern. Ja, beim nächsten Mal musst du noch ein bisschen fester machen, damit du doch ein bisschen weiter kommst. Kein Magic Touch. Ah! Ja! Geil, ey! Wer hat den roten? Wer ist rot? Du bist rot, ich ne? Ich bin rot. Der wird weggehauen, ich sag's ehrlich. Der wird nicht weggehauen. Nein! Ja! Du musst echt ein bisschen Gefühl mehr reintun, ne? Weil sonst wird echt schwierig. Nein. Nein. Ja! Er ist strong, Maurice hat gewonnen. Damit steht's nun 1:1:0:0. So, Freunde, wir kommen zu Challenge Nummer 3. Was sagt ihr? Es geht ja noch um 1000 Euro, ne? Was? Bisher, er hat einen Punkt, ich habe einen Punkt. Shumi, erklär mal, was ist da los? Was soll ich sagen? Ist scheiße, ne? Ja, nicht gut aus, ne? Würde ich sagen. Ah, ja. Perfekt. So, nächste Challenge ist, Shumi, mach mal einmal vor. Von der Linie da unten, genau, einmal da rein. Okay, Shumi, let's go. Du bist der Erste wieder. Shumi, mach was. Ne, haust du rein, Digga, der Ball. Oh, ein Punkt. Okay, stark. Nein. Oh, das war ein Eigentor. Ja. Ja. Nein. Angefangen und danach stark nach. Oh! Okay, 3 Punkte. Digga, ist nicht dein Ernst. Mit mehr Wumms! Noch mehr Wumms! War kacke. Ja! 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 Ja. Hat nicht gereicht, ne? Schreibt jetzt schon mal in die Kommentare, wer ihr denkt, wer das Ganze gewinnt. Was sagst du zu deinem Versagen? Also, ich würde sagen, ich habe gewonnen. Lasst uns weiter zu Challenge Nummer 4. Okay, Freunde, kommen wir zu der letzten Challenge um die 1000 Euro. Und zwar zur Basketball-Challenge. Jeder hat 3 Versuche, mit dem Basketball, dem Fußball und dem Miniball einen Korb zu erzielen. Und die Person, die logischerweise die meisten Punkte erzielt, gewinnt das Ganze. Okay, Freunde, ich bin in Führung mit 2 Punkten. Maurice hat 1 Punkt und Luis 0. Shumi, du hinter der Kamera, wie viel hast du? 0. Perfekt. Shumi, are you ready? 3, 2, 1, go! Also, wenn ich in seiner Situation wäre, ne, dann würde ich auch nicht treffen. Der war ja gar nicht. Das war ja schon sehr, sehr bodenlos. Und der nächste Ball. Komm, ja. Letzte Chance. Also wird mir stinken, wenn ich du wäre. Mach angefangen und stark nachgelassen. 3, 2, 1, go. Boah, der war sogar knapp. Oh, der Korb gibt noch so einen Junge. Ja, sehr gut, Luis. Mach was, Junge. Digga, der kleine Ball ist. Okay, Freunde, ich kann es jetzt entscheiden. Oder Maurice kann noch nachziehen. Schauen wir mal, was wird, ne? Was wird? Okay. Ich würde sagen, der kann nichts. Nee.
Ich glaube, oh. Nein! Also ich glaube, Maurice, der fährt das nach Hause. Komm! Nein! Oh! Wichtig, Junge! Okay, Freunde, Maurice muss mindestens 2 Treffer machen. Oh. Ja. Machen belastend, aber nehme ich mit. Ja! Komm! Ja! Ja! Jetzt halt's Maul! Hä? Maurice, woher holst du das? Ich war früher Basketballer. Okay, Freunde, Maurice hat wie auch immer noch den 2. Punkt gemacht. Das heißt, er hat 2 Punkte, ich habe 2 Punkte. Und damit gehen wir also noch in eine letzte finale Challenge um die 1000 Euro. Wenn ihr mal in so einem Video dabei sein wollt, dann abonniert jetzt den Kanal, um eure Chance nicht zu verpassen. Okay, Freunde, wir kommen zur finalen Challenge. Die 1000 Euro sind in der Mitte. Maurice, hast du noch was zu sagen? Die nehme ich mit. Auf gar keinen Fall. Also, Luis hinter der Kamera würde uns jetzt Fragen stellen. Wer als erstes 3 Fragen richtig beantwortet hat, 3 Punkte hat, gewinnt. Und gewinnt damit die 1000 Euro. Welcher Berg ist der höchste Berg? Mount Everest. Richtig. Fuck. Ja, noch 2. Wie nennt man ein männliches Schwein? Sau. Jeder. Ja. Maurice. Ja. Was? Okay, 2-0 für Maurice. Wie viele Oscars gewann der Film Titanic? 11. Richtig. Zack, Junge. Bam, 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 bam. Wie heißen die besten Freunde von Harry Potter? Ron Weasley und Hermine Granger. Ja, ja, Junge. Oh mein Gott, was eine Aufholjagd. 2-2. Es kribbelt, ich bin nervös. Es kribbelt sehr. Ey. Aus wie viel Einzel? Warte. Ich bin noch gar nicht bereit. Okay, jetzt bin ich bereit. Ist mir scheißegal, ob du bereit bist oder nicht. Mit welchen Tiergruppen sind die Dinosaurier am nächsten verwandt? Reptil. Ich bin noch nicht fertig. Halte mal die Fresse jetzt hier. A. Vögel. Vögel. B. Vögel. Affen. Vögel. C. Vögel. Echsen. Vögel. Ja, Echsen. Safe Echsen, Digga. D. Alligatoren. So, warte. Echsen. Vögel. Echsen. Vögel. Und die Antwort ist richtig! Ja, was? Dem Huhn! Digga, willst du mir erzählen, dass ein Tyrannosaurus Rex von einem Tyrannosaurus Rex? Von einem Huhn abstammt? Weil der am wenigsten verändert ist, kein Scheiß. Es tut wirklich sehr, sehr weh, weil ich hier gerade 1000 Euro Minus mache. Also Maurice, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ansonsten, Freunde, lasst auf jeden Fall einen Like auf dem Video da. Und abonnieren nicht vergessen. Aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Wenn ihr selber mal dabei sein wollt, wie gesagt, abonniert den Kanal. Ja, Freunde, haut rein!